So, hallo und herzlich willkommen bei Age of Empires 4. Da sind wir schon wieder. Nachdem beim letzten Mal ja alles nicht so lief wie gedacht. Können wir jetzt weitermachen? Ich sollte mir vielleicht den Twitch-Chat noch aufmachen. Das wäre vielleicht klug. So. Zack. Da ist der Twitch-Chat und mein Kabel hält da dann irgendwas. Das ist nicht so gut. Ey, ich bewege nichts an diesem Rechner. Wie können denn da Sachen verheddern? Wie geht das? Elohide, guten Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Hello again, Erik. Hello again, Hide. Ja, beim letzten Mal lief es ja nicht so gut. Da ist das Ganze sogar in ziemlich viel Salz geendet, muss ich mal zugeben. Ich glaube, ich bin das erste Mal wirklich richtig salty geworden beim letzten Mal. Und ja, das lag an vielen Dingen, daran, dass die Technik gestreikt hat, daran, dass mein WLAN gestorben ist, meine Softbox ist durchgebrannt und dann habe ich auch noch Kacke gespielt und dann hat das Game mich auch noch mir eins übergezogen, sagen wir es mal so, mit Dingen, die ich nicht nachvollziehen kann, bis heute nicht. Ich weiß, was das Problem war, aber trotzdem ist es halt dumm, dass das nicht funktioniert hat. Und jetzt werde ich mal ein bisschen weiter probieren. Hallo Alkrin, hallo Raihan, guten Tag, wie geht's, wie steht's? Mir geht's ansonsten sehr gut. Ich habe heute, wie ich auf dem Discord auch geschrieben habe, ja, den Vormittag und Nachmittag mit meiner besten Freundin verbracht. Da hinten steht noch die Massageliege, hat sie sich eine Massage abgeholt von mir. Wozu hat man denn einen besten Freund, der das gelernt hat? Professionell, nicht wahr? Genau, Fever ist Alkrin, genau. Und ja, ich habe jetzt, und jetzt dachte ich mir, es ist Zeit für ein bisschen Frust und Salz. ja, und ich habe ein Problem jetzt gerade mit Age of Empires. Ich habe mir beim letzten Mal danach ein paar neue Sachen überlegt, die ich gerne mal ausprobieren würde, so an Strategien. Bei denen ich aber die große Gefahr sehe, dass sie im Ranked zu viel Zeit in Anspruch nehmen und dass einen dann der Gegner einfach überrennen wird. Und deswegen dachte ich, ey, probierst du das erstmal gegen die KI aus. Nun müsst ihr über die KI in Age of Empires aber eine Sache wissen. Es gibt vier Schwierigkeitsgrade. Auf dem zweithöchsten ist sie super einfach. Da ist sie wirklich einfach ein extremer Pushover. Da kommst du an, die KI kommt ab und zu mal mit so drei Speermännern angerannt, du jagst die weg und das war's. So, und dann kommen später größere Pushes, aber du kannst die immer leicht verjagen, selbst mit kaum Einheiten. Ja, ist halt easy gegen die KI auf schwierig. Und dann gibt es noch sehr schwierig. Und auf sehr schwierig läuft das so: Minute 4, Gegner hat 4 Schmieden, 20 Einheiten und pusht, 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 pusht nur noch rein. Und du bist eigentlich nur noch am Verteidigen und versuchst irgendwie zu überleben. Es fehlt wieder das Zwischending. Und deswegen habe ich das Problem, dass ich die Taktiken gegen sehr schwierig nicht ausprobieren kann, weil ich einfach viel zu überfordert bin mit mich verteidigen. Und gegen schwierig kriege ich sie halt durch, aber ich habe halt überhaupt keinen Übungsspielraum, weil ich einfach überhaupt nicht gepressured werde vom Gegner. Und das ist halt doof. Und deswegen probieren wir jetzt einfach heute mal im Ranked ein bisschen rum. Wir haben ja noch ein bisschen Puffer, bis wir in Silber wieder fallen. Und ja, werden einfach mal ein bisschen rumprobieren. Ich überlege im Moment wieder, ob ich doch wieder zwischen Osmanen und England switche, weil ich mag England eigentlich auch gerne. Und mittlerweile sind übrigens auch die Statistiken da. Kann ich euch ja nach der Runde dann mal vorlesen, wie es bei mir so steht. Ja, es lief ja wirklich lange Zeit der Season extrem gut. Beim letzten Mal bin ich jetzt ein bisschen abgestürzt. Da waren von 7 Partien, glaube ich, nur 2 erfolgreich. Befürchte fast, es wird ein bisschen so weitergehen heute. Aber wir gucken einfach. Ich werde auch ganz klar sagen, wenn ich merke, ey, mein Kopf gibt das heute nicht her, ich werde nur überrannt, nichts funktioniert, dann werde ich auch vielleicht switchen nochmal, bevor wir dann nachher zu Niklas rübergehen. Auf Sif oder ich wollte auch Frostpunk gerne mal ausprobieren. Was ich seit Jahren auf der Liste habe, aber noch nie gespielt habe. Oder. Ja, werden wir dann schauen, aber erstmal gucken. Vielleicht, manchmal sind ja auch diese Tage, wo man denkt, ey, ich bin heute echt groggy, nichts läuft und dann läuft es voll super. Schauen wir einfach mal. Wie geht's denn euch? Ich hoffe auch gut. So, dauert wieder ganz schön lange gerade. Dabei sind im Moment die Spielerzahlen so hoch wie lange nicht. Aber gut.
Wahrscheinlich muss Age of Empires jetzt auch erstmal ausrechnen, was mit mir geht. So, Age of Empires denkt wahrscheinlich auch, ey, manchmal gewinnt der nur und manchmal verliert er nur. Was ist denn da los? Der hat ja überhaupt gar kein konstantes Niveau. Durch mit allen Klausuren, bin aktuell für ein paar Wochen ein freier Student. Sehr gut. Das freut mich, Alkin. Hast du auch schon Noten? Oder wie ist das Gefühl so? Prärie. Die Map, bei der ich überlegt habe, ob ich sie rausnehmen soll. Tasty Band-Aid. Erste, nee, zweite Ranglisten-Season, die er spielt. Ja. Genau gleich viele Games wie ich gemacht. Na, schauen wir mal. Prärie ist eine Map, die ich leider nicht sehr gerne mag. Aber hey, wir gucken einfach. Wir gucken einfach. Generell, ich kann mich nur wiederholen. Ich bin mit dem Map-Pool im Moment nicht zufrieden. Am liebsten würde ich 4 Maps rausvetoen. Vielleicht sogar 5. Okay, Franzosen. Alles klar. Habe ich eine ganz gute Win-Quote gegen. Übrigens, ja, wurde das alles aktualisiert auf Age of Empires World. Habe ich gerade, glaube ich, schon gesagt. Jetzt kann man auch die aktuellen Win-Quoten und so wieder angucken für die aktuelle Season. Und steht nicht mehr so auf verlorenem Posten da. So, und zwar probieren wir jetzt mal Folgendes. Es ist gut, wenn man sich nicht vor dem Match überlegt, welche Strategie man probieren möchte, sondern erst danach. So, wir versuchen jetzt mal die eine Sache, die immer ganz gut geklappt hat. Wir versuchen uns mit unseren Spearmen zu verteidigen. Und dann auf Doppel-Town Center zu gehen. So, verzeiht, wenn ich das meiste erst nach den Matches lesen werde. Ich muss vielleicht wirklich mal einen kleinen Bildschirm holen und nicht einfach hier hinstelle, damit ich das Ganze besser lesen kann. Ja, also ich sag mal so, ich habe mit Doppel-TC habe ich viel experimentiert. Gegen die KI, aber wie gesagt, habe halt überhaupt nicht den Überblick darüber, wie das läuft, wenn ich gepressured werde. So, das ist halt da das große Problem. Oh, die wollen wir auch noch mitnehmen. Oha, okay. Dann dahin und dann gehen wir die erstmal ab. Damit das auch alles funktioniert. Der Baum da ist auch super geil. Ich hoffe, ich bin jetzt drauf. Auf dem, was ich haben möchte. So, das Schaf nehmen wir noch mit. Ja, das Geile an Prärie ist halt wiederum, dass du halt nur mit dem Holz Probleme hast, ne? Alles andere ist halt in Hülle und Fülle da. So, und zwar habe ich jetzt immer damit experimentiert, 3 auf Stein zu schicken, direkt zum Anfang. Dadurch ist mein Opening natürlich noch ein bisschen langsamer. Aber dadurch habe ich relativ schnell die Möglichkeit, hier einfach 2 des Town Center daneben zu setzen. Und das hat in der Theorie ganz gut funktioniert, weil gerade gegen so Völker wie Frankreich stehst du dann halt wirklich manchmal da und dann kommen die mit ihren Rittern an und haben dann gleichzeitig noch diese Eco im Hintergrund, dass sie halt schneller Dorfbewohner bauen. Und dann hast du halt richtig oft ein Problem. Und das ist nicht schön. Joa, lief soweit ganz gut, hätte noch besser sein können, aber ich habe dann doch lieber eine ausgerichtete Work-Life-Balance als Top-Noten oder wie das im Neumodischen heißt. Ja, finde ich vernünftig, finde ich nachvollziehbar. So, dann gehen wir weiter aufs Food und dann kommt Gold. Das ist, zumindest gegen die KI, ohne Pressure, ohne alles, ist das ziemlich gut aufgegangen. So. Er scheint sich zumindest jetzt mal größtenteils die Schafe auf seiner Seite zu holen. Und nicht so sehr auf meiner. Das ist ganz gut. Ja, also das ist die eine Taktik, die ich jetzt so ein bisschen ausprobieren möchte. Und die andere, was ich jetzt ganz oft, was ich auch mir überlegt habe, ist... Und was ich auch teilweise... Ah, da sind seine Schafe, okay. Und was ich auch stellenweise gesehen habe, jetzt wenn ich so bei Bonjour oder so zuguckt habe, dass die stellenweise am Anfang mit fast allen auf Holz gehen und dann erst mit die Dorfbewohner bauen, damit sie halt gleich in der Lage sind, Produktionsgebäude zu bauen. Das wäre halt gegen so Völker, die früh pushen, auch eine Überlegung. Dass man sehr schnell einfach eine Verteidigung oben hat. So. Dann... Bauen wir mal... Wo bauen wir die Militärschule hin? Einfach da. So, und danach baust du mir hier bitte noch einen Turm hin. Da wäre mir das schon wichtig. So, dann brauchen wir das Gold und dann noch einen auf Food. Und dann sollte das eigentlich ganz gut ausgehen. Ich bin immer noch getriggert von der Pokémon Direct. Ja.
Unsere Speerträger schicken wir nach da oben, damit die da verteidigen können. Und hier kommen wir eigentlich relativ schnell zum Town Center. Ach, ich hasse. So, jetzt sollte das eigentlich ganz gut aufgehen mit dem nächsten Age. Jesek. So, Schafe haben wir. Das ist auf jeden Fall genug. Für den Anfang. So, und dann gehen wir mal gucken bei ihm. Hier kommen wir ein bisschen hier rüber. So. Boah, das wäre so nice gewesen, wenn er jetzt hier reingeritten wäre, wenn er nicht aufgepasst hätte. Und dann BÄM! Nochmal 18 Schafe. Muss aber das komplette restliche Game keine Ressourcen mehr. Ah, der war offenbar sogar ein Dorfbewohner zu viel. Okay, alles klar. So, da kommen jetzt gleich die ersten Speerträger raus. Ah, ein bisschen verpokert mit dem Opening. Ah, da bauen wir da unser Wahrzeichen hin. Und dann wollen wir gleich mehr auf Holz haben. Vielleicht sammeln wir ruhig erstmal das Holz ums Dorfzentrum drumherum. Und ich glaube, ich hole mir auch gleich das Upgrade mit den Textilien mal. Weil, ja, gerade gegen die Ritter ist es schon wichtig, wenn wir was, dass wir was aushalten. Okay, hier hat er ganz viele an den Beeren. 4 auf Gold. Das ist gar nicht das bei seinem Town Center, kann das sein? Doch, da ist es, okay. Da ist es. Okay, wir gehen mal hinten in die Ecke, um rauszufinden, ob er eventuell da das Handelsnetz hinbaut. Ich habe vergessen, weitere Dorfbewohner zu bauen, aber egal. Wer braucht Dorfbewohner? Überbewertet. Überbewerteter Kram, diese Dorfbewohner. Bin überrascht, dass er noch im ersten Age ist. Der Band-Aid. Daraus würde ich fast schließen, dass er auf Eco geht. Aber muss auch nicht sein. Das ist halt immer das Witzige, so auf unserem, auf diesem Skillniveau hier, dass es sein kann, dass da eine Taktik hinter steckt. Es kann auch genauso gut sein, dass der einfach nicht weiß, was er tut. So, dann auf jeden Fall Schmiede und zweite Militärschule nehmen, und zwar in dieser Reihenfolge. So, dann wollen wir das hier einmal haben. Zack, zack. So, wir bleiben auf Spearman. Ist gegen Frankreich nie verkehrt. So, und dann wollen wir noch ein paar mehr auf Gold haben erstmal. Wir werden uns sicherheitshalber hier auch einen Turm hinsetzen. Sicher ist sicher. So, da sind die ersten Ritter. Oh, warte mal, das Schaf snacken wir uns noch. So, wir brauchen Häuser, ganz dringend. Okay, haben wir nochmal 5 Schafe mitgenommen von seiner Webseite. Das heißt, da müssen wir jetzt sehr, sehr lange nichts machen. Aber wir bauen uns trotzdem hier schon mal eine Mühle hin, damit wir die Upgrades holen können. So, dann haben wir hier Speerträger in der Produktion. Wir spawnen wir Schafe oder gehen wir auf... Ja, doch. Es ist mir eigentlich ganz recht, wenn wir jetzt hier wirklich, wirklich, wirklich lange uns nicht weit wegbewegen müssen von unserem Town Center. Das ist mir eigentlich ziemlich recht. So. Dann unser Passivgold erhöhen. Alkin, du hast jetzt ja auch angefangen. Hast du schon ein Volk, was dir zusagt, wo du sagst, ja, das sind sie? Warum habe ich eigentlich gerade nur 8 auf Holz? Ich habe doch eigentlich nachproduziert. Aber wir gehen mal gleich full on auf Holz, damit wir auch gleich das Town Center bauen können. So, ich hole mir auf jeden Fall das Verteidigungs-Upgrade und das Attack-Upgrade. Und die anderen beiden lassen wir erstmal weg. So. So,
Das war schon mal der erste Push. So, einen Händler brauchen wir noch. So. Dann kriegen wir hier schon mal Passivgold von. Was gut ist. Ja, aber das Problem ist halt, gleich muss ich eben raus auf die Map. So, jetzt stellen wir, wir werden uns hier gleich das nächste Holz holen. Da kann einer schon mal hier rüber. Da machen wir es hin. Dann schicken die Sperrträger hier. Wir machen die erstmal zu zwei. Damit wir die zwei Steuerungsgruppen haben, um es zu kontrollieren. Und schicken die nächsten Dorfbewohner auch schon dahin. Weil hier kann er jetzt natürlich sehr gut rein raiden. Aber das Risiko nehmen wir jetzt in Kauf. So, dann passt es mit dem Holz erstmal. Wir bauen uns auf jeden Fall hier noch eine Kaserne rein. Damit wir auch das Upgrade für die Sperrträger holen können. Dann holen wir uns die beiden Upgrades. Und gleich das Attack-Upgrade noch. Und dann sollte das erstmal passen soweit. So, wir roden, wie das der Mensch so macht, roden wir die Wälder, um dort unsere Gebäude zu bauen. Wo ist denn mein Scout? Da. Der soll mal hier unten hingehen, damit ich den Markt da sehe. So, Attack-Upgrade für die Schwertträger holen wir uns. Okay, soweit, so gut. Und dann wollen wir mehr auf Nahrung haben. Und gleich noch ein zweites Town Center. Ich spiele allgemein gerne so Builds, die erst auf Greed und dann auf einen krassen Midgame-Push setzen. Ich glaube, dafür wäre die Sift ziemlich gut. Meine hier, die ich habe. Oder, ah ne, HRE. Finde ich interessant. Ja, HRE ist generell eine sehr gute Sift. So, Upgrade für Sperrträger. Dann wollen wir gleich ins zweite Town Center. Das ist natürlich da blockiert, das war nicht so schlau. So, ihr gebt das hier mal noch ab. Und dann zweites Town Center. Einfach direkt daneben. Man kann es auch auf die Map setzen. Aber ich habe jetzt in letzter Zeit ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Einfach hier so zentral, weil dann kann man echt gut verteidigen. Und ja, das ist eigentlich immer ganz gut gelaufen. So, dann brauchen wir auf jeden Fall mehr Häuser. Und gleich auf jeden Fall auch noch einen Stall und einen Bogenschützen, um einfach mal gucken zu können. So, wir werden bei ihm noch einmal drumrum sneaken. Einfach mal gucken, was er so hat. So. Und wir können auch gleich schon ins nächste Age, was gut ist. Sein Scout, den können wir eigentlich mal vertreiben. So. Machen wir noch. So. Okay, er hat jede Menge eigene Sperrträger. Bogenschützen. Ist also von den Reitern offenbar komplett weg. So, wir bauen die Rüstkammer. Für gratis Belagerungsmaschinen. Okay, aber ich glaube, von der Menge her sind wir ganz gut unterwegs. Er baut auch gerade das Königliche Institut. Ist also ein bisschen früher als ich im nächsten Age. Das ist okay. Aber wir wollen ein bisschen Handel haben. So, 5 Händler, würde ich sagen. Oh. Okay. Er hat ganz gut Army. Ja, es fehlt halt an Holz. Wie immer. Und die Scheiße auf der Map ist halt wirklich, dass man fürs Holz, und das ist für so Fraktionen wie Frankreich super gut, wenn man permanent auf die Map muss, um sich ihrer zu erwehren. So, dann holen wir uns aber auf jeden Fall die Upgrades auch noch. So, wir erhöhen unser Militärschulenlimit. Ne, weil die haben halt ihre Reiter und die können halt einfach permanent stressen. So. Dann switchen wir jetzt hier auf Waffenknechte.
damit wir seine Bogenschützen und... So, ihr könnt jetzt eigentlich auch mal die 1 werden hier generell. Natürlich ist da ein Wolf, was auch sonst. So, rennen wir darüber. So, das Holz-Upgrade auf jeden Fall. Wirtschafts-Upgrades eigentlich immer mitnehmen. So, dann mehr Gold. Und zwar eine ganze Menge. Eine ganze Menge mehr Gold. Hier bauen wir direkt eine Rückenstellung rein. Da auch. Du Schwein! Okay, bleib mal hier. Ah, okay. Jetzt ziehen wir unsere Speerträger mittig, damit wir reagieren können. Ah, das ist ärgerlich. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Dass er das sofort gescoutet hat. So, aber wir holen uns noch eine Militärschule. Wir holen uns einen Schießstand und einmal das. Eine Moschee und ein Dings. So, ich werde nebenbei weiter sammeln. Ah, nervig. So, Upgrade für die Schwerträger. Verteidigungs-Upgrade. So, die lagern wir einfach mal ein. Können sie schießen. Hier kommen wir jetzt erstmal nicht weiter. So. Unser Gold passt jetzt auch gleich. Ist auch noch ordentlich was drin. Ich würde sagen, wir bauen uns einfach mal hier noch eine Burg hin. So. Ich hasse, dass das Händler als untätige Dorfbewohner angezeigt werden. Das finde ich wirklich todesstressig. Das finde ich wirklich, wirklich nervig, weil du die ganze Zeit denkst, oh, ich habe Worker, die nicht aktiv sind. Ja, dieses Scheißholz ist halt wirklich das Hauptproblem auf dieser Map, ne? Habe ich noch irgendwo einen coolen Spot? Na, ja, sammelt mal erstmal die neben meinem Dorfzentrum ab. Ja, aber ihr seht, ich klicke permanent drauf. Ja, ich gehe mal hier voll auf Waffenknechte mit allen. Und wir können noch eine Militärakademie. Ja, macht das schon gut, aber zumindest müssen wir jetzt hier auch mal nicht mehr reinlaufen. Das heißt, wir können eigentlich unsere Leute auch mal hier drüben lassen. So, jetzt ist gleich unser Schaf alle. Es ist so nervig. Ich muss mal recherchieren, ob man das irgendwie, abschalten kann. So, wir wollen schnellere Militärschulen erstmal. So, dann mehr Nahrung. Ich weiß, es ist nicht sonderlich effektiv, diese Mühle, aber wir machen es trotzdem so. Und hier schon mal Felder drumherum. So. Du bist auch noch in der 4 drin. So. Und überall so ein paar Truppen haben. Ja,
So, kommt auch in die 4, da gehen wir jetzt erstmal full on auf Waffenknechte. Würde ich sagen. So, du ziehst mal mit dem hier dahin. Dann gibst das ab. Gold haben wir gerade sehr viel. So, wir werden dann hier weitere Produktionsgebäude noch hinbauen. Keine Ahnung, was mit dem ist. So, das hat funktioniert. So, du holst dir den Ballaster. Ihr lauft hier hin, um da den Weg frei zu machen. Auf jeden Fall passiv Gold sichern, sehr, sehr wichtig. So, jetzt sind die hier alle, ihr geht darüber. Und wir bauen hier noch zwei Felder mehr hin. Oh, hier ist auch noch einer inaktiv. Der kommt dahin. So. Erstmal Verteidigungs-Upgrades. Du rückst das ab und du holst dir das. Und ihr lauft nach da. Haben wir schon mal drei der Reliquien hoffentlich gleich. Nein, 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 nein! Ich hab geaklickt. Dumm. Ja, da war der A-Klick falsch in dem Fall. Da war der A-Klick in dem Fall falsch. Okay, viele Ritter. Gehen wir mal auf Armbrustschützen. Was ist hier los? Nee. Hä? Was haben die denn vorher gesammelt? Auch Nahrung. Okay. Jetzt habe ich aber 28 auf Food. Das ist sehr viel. So, dann auf jeden Fall jetzt Kaserne, Kaserne, Kaserne. Zack, zack, zack. Ja, das war wieder sensationell gut gebaut von mir. Props, Erik. Props. Sie sehen, wie man es nicht macht. Und ich gewöhne mir das mit dem Shift-Klick einfach nicht an. So, okay. Wenn er mir jetzt noch ein bisschen Zeit gibt, sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Was ist denn hier eigentlich passiert? Ach, weil ich ihn in den 1 gerallied habe. Das war dumm. Oh, der hat den noch bekommen? Shit! Der hat den noch bekommen! Ja, sehr gut. So, wir brauchen aber gleich den nächsten Batch. So. Dann gehen wir jetzt komplett Janitschare. Wo ist mein letzter da? Gratis Janitschare bekommen ist immer gut. Obwohl die waren. Ach, die waren Holz, ne? Ah, egal, wir können sie trotzdem schon mal hinbauen. Wir brauchen definitiv neues Holz. Oha. Die Ritter sind down. Okay. Das kriegen wir verteidigt.
ihr geht dahin, ihr macht das. Ihr geht hier hin. Ihr geht wieder arbeiten. Ja, okay, er hat schon gesessen. Ja, geht dahin. Okay, hat gesessen, definitiv. Wir haben gerade so viel Food. Ihr geht mal bitte alle einmal hier reparieren. Und dann neue Militärschule bauen. Und neue Schmiede, damit die... Die ist jetzt falsch. Also, danach. Neue Schmiede. Neue Militärschule. Neuen Schießstand. Neue Kaserne. Dann wieder auf Nahrung. Ich habe minus 2 Holz. Wie habe ich das gemacht? So. So. Sortieren. Ich habe gerade niemanden auf Holz. Warum nicht? Sehr risky, aber hey, was soll's. Kaufen wir uns mal ein bisschen Holz. So, was ist mit euch? Ihr sollt doch da... Wieso reparieren sie denn nicht? Ach, weil mein Holz alle war. Goddammit. Ja gut, ey. So, Schießpulvereinheiten verbessern, Nahkampfeinheiten verbessern. Häuser. Ein bisschen sehr chaotisch alles. Was ich hier gerade veranstalte. So. Dass jetzt so mittendrin das Holz nochmal so ausgeht, ja. Weißt du was? Wie krieg ich denn minus Holz? Durchs Reparieren. Das ist ja dumm. So, was ist mit euch? Ihr geht auch Holz sammeln. So, und ihr wart alle Nahrung, ne? So. Okay. Was er auf jeden Fall geschafft hat, ist, mich aus dem Konzept zu bringen. So viel ist sicher. Aber... Wir kommen wieder rein. So, die hier vorne stehen zu haben, ist natürlich auch sauschlau. Ja, geh doch handeln, Mann! Guck mal, könnt ihr mir erklären, wie sowas zustande kommt? Warum jetzt da mit dem Shift-Klick so ein Dings drin ist? Ich verstehe es nicht. So. Du wirst auch wieder handeln. Und jetzt haben wir hier noch einen. Der baut sich einfach hier noch ein Feld mit ein. So. Und mein Gold ist schon wieder alle. Warte mal. Probieren wir das? Risky. Aber könnte klappen. Gerade haben wir ja eine ganze Menge Gold. So, ihr geht mal mit auf Stein. Wir haben genug auf Nahrung. Und wenn er da ist, ist natürlich sehr risky. So, Pferde verbessern. So, alle Upgrades holen. So,
So. Da hat er eine Mühle, okay. So, dann wollen wir auf jeden Fall jetzt, wo er da weg ist, ein paar Händler noch haben. Hier ist schon wieder alle. Ihr geht nach da. Und ich muss dringend hier mal... Kann ja langsam gehen, aber ich muss das Town Center reparieren. So, Holz brauchen wir jetzt gleich nicht mehr so viel. Es ist einfach nicht fertig repariert. Weil das Holz alle war. Oh, Stein ist alle. Hier geht's. Ja, super. Habe ich gut gemacht. Warte, Stein abgeben. Und dann. So. So, die Upgrades sind gleich alle durch. Oh, das können wir abbrechen. So, Nahrung passt. Gold passt auch. Hier über Mühlen gehabt, okay. Dann versuchen wir die hier noch zu holen. So, jetzt ist die auch wieder durch. Da produzieren wir Kanonen. Ah, jetzt weiß ich, was kaputt gegangen ist. Meine Belagerungsstätte. Meine Belagerungsstätte. So, und dann machen wir hier noch einen mehr davon, einen mehr davon. So. Das machen wir noch. Und dann versuchen wir mal, die heiligen Stätten einzunehmen. Ja, ist egal jetzt. Nein, rein! Interessant. So. Perfekt. Okay. Let's try. So. So, Holz reicht jetzt. Ihr geht mal nach da. Hm, heben wir es auf. Oh, nein. So, auf den Mangel drauf. Da kaputt. Gut. Das sollten wir haben.
Ja, vielleicht sollte man seine Einheiten auch einsetzen. Wäre so eine Idee. Huh, okay. Alles klar, Hide. Bis zum Glück. Nicht gut gespielt, viel zu viele Einheiten stehen lassen, aber hey. Ja, 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 ja. So, okay. Den Stand in Gold 2 gesichert. Jetzt gucken wir mal, was aufgegangen ist. Guck mal, er hatte sogar trotzdem, trotz Doppel-DC, weil ich das halt nicht wirklich ausnutzen konnte, weil ich ständig reparieren musste und so, hat er trotzdem mehr Dorfbewohner gehabt. Aber ich bin zumindest nah dran geblieben. Weil es ist immer mein Problem gegen Frankreich und so, GG, Dankeschön, dass die mir halt da immer überlegen sind in dem Bereich, was die Dorfbewohner angeht. Ich spiele ja allgemein gerne so Builds, die erst, achso, das hatte ich schon, in Star Wars 2 spiele ich ja auch am liebsten 3 Base All-In. Sowas ähnliches würde ich dann halt in Age of Empires 4 auch probieren. Ah ja. So, Militär. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein klassischer Fall von, das haben die Kämpfe entschieden. Nicht wahr? Ja, das war halt sein großer Push. Ist Imp gegangen und dann hat er angegriffen. Und ist halt von, sagen wir mal, 65 Militärsupply auf 0 gefallen. Und ich habe, ja, keine Ahnung, ja, sehr wenig verloren auf jeden Fall. So viel kann man festhalten. Das haben die Kämpfe entschieden. Alles klar. Nur mal ganz kurz was wissen. Ja, okay. Rohstoffe waren wir eigentlich immer relativ... Ich wüsste gern mal, wie genau sie Wirtschaftsanzahl berechnen. Also was... Ne, weil es gibt ja Rohstoffe. Klar, das ist, wie viel Rohstoffe man hat. Ja, dann gibt es halt auch noch Wirtschaftsanzahl. Da würde mich wirklich interessieren, was genau Wirtschaftsanzahl ist. Okay. Sehr gut.